Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute möchte ich mal dieses Medium von Solo Gocha ausprobieren und mal schauen, wie es wird. Ich nehme euch mit auf die Reise wieder. Ich habe es noch nicht ausgetestet. Was ich gemacht habe, ich habe es abgefüllt, weil das ja 2,5 Liter sind, und habe das mir in eine Flasche reingefüllt, dann kann man es besser kippen. Gut. Lasst uns starten, dann bis gleich. So Freunde, hier das Pouring Medium. Habe ich mir separat abgefüllt, weil 2,5 Liter ist schwierig zu gießen. Habe hier ein paar Farben. Habe jetzt auch mal ein paar hellere bestellt, weil einfach, ja, manche Farben auch von Xen, zum Beispiel von Böser, die dann doch recht dunkel sind. Und das sind jetzt auch die Solo Gocha Triton, jetzt von Gerstegger zum Beispiel manchmal, aber ich glaube, keine Ahnung, ob das die gleichen sind oder nicht. Okay, die habe ich schon lange. Dann probieren wir das mal. Ich nehme jetzt mal mein geliebtes Kaminrohr, das habe ich schon lange nicht mehr benutzt. So wie ich das gesehen habe, füllen die diese dünnen Medien erstmal mit Farbe. Und dann das Medium dazu. Die Gocha, muss ich ja sagen, die sind recht dünnflüssig, aber gar nicht so schlecht für uns geeignet dann. Ich mische das jetzt einfach mal halb-halb und schau mal, was passiert. Okay, ich bin dann jetzt schon recht dünnflüssig. Das wird wahrscheinlich anders sein mit normalen Acrylfarben, jetzt zum Beispiel von Amsterdam. Ja, da bin ich wirklich schon recht dünnflüssig. Ich schaue mal, ob ich da noch ein bisschen Farbe dazugebe. Vielleicht brauchen wir gar nicht so viel von dem Medium. Pass mal auf, ich hole einfach mal eine Farbe aus der Tube. Das habe ich hier. Komm. Türkisblau. Die ist jetzt von Amsterdam. Die möchte ich doch mal testen, weil die ja dickflüssiger sind. Das reicht jetzt mal. Schauen, was da passiert. Vielleicht, dass wir auch mal den Unterschied sehen. Ja, also da seht ihr hier. Da tropft gar nichts. Füll mal noch ein bisschen rein. Ob das so bleibt oder ob ich doch noch ein bisschen Wasser dazu geben muss. Naja, klar. Seht ihr hier, jetzt hat man den Unterschied. Das bleibt dick und gehen mal davon aus, dass man hier noch ein bisschen Wasser dazu gibt. Da muss ich mich jetzt erstmal rantesten. So. Noch ein bisschen Wasser. Also hier sieht man dann schon den Unterschied.
Kaffee ist schon verkleckert. Ich gebe noch einen Schuss Wasser dazu. So, ich denke mal, jetzt ist gut. Okay, dann haben wir hier Türkisblau. Ich möchte das aber jetzt trotzdem weiter mit diesem Solo Gocha machen, weil einfach um zu testen, wie das Medium überhaupt reagiert. Jetzt habe ich hier ein echt Orange. Weil echt Orange ist ja immer schwierig bei uns auch mit diesem Vinylkleber, also finde ich, wird immer sehr verschluckt. Dem muss man gar nicht so viel Medium dazugeben, bei diesen dünneren Farben. Und vor allem auch kein Wasser mehr dann. Ja, ist auch schon recht dünn. Aber man kann vielleicht auch anders damit gießen dann, als mit diesem dickflüssigen Vinylkleber. Was mir jetzt eigentlich schon auffällt, dass eigentlich die Farben ihren Farbton behalten. Das ist auch ganz wichtig, finde ich manchmal. Weil bei dem Vinylkleber haben wir ja den Punkt, dass die Farben aufhellen und wenn es danach trocknet, der Vinylkleber transparent abtrocknet, dann wieder der Originalton rauskommt. Das hier ist jetzt so ein Himmelblau. Na gut, die sind auch etwas dickflüssiger, die Farben, muss ich sagen, als wie mein Türkisrot. Aber ist ja gut. Okay. Man braucht halt dann etwas mehr Farbe. Ich tue noch mal ein bisschen Farbe rein. Sonst haben wir ja nichts zum Gießen. Etwas dickflüssiger. Da muss man natürlich dann das Mischverhältnis auch erstmal wieder rausbekommen. Ja, jetzt muss ich mal schauen, was ich dazu nehme noch. Gelb oder grün? Ich will halt nicht, dass es zu bunt wird. Bisher habe ich nämlich nur bunt. Passt auf, wir testen das anders noch. Hier vom Böser die gesehen. Dann nehmen wir hier ein Weiß. Damit wir einen Kontrast haben, vielleicht auch. Mal schauen, wie das reagiert, weil die sind ja auch etwas dickflüssiger. Da etwas dazu, mal schauen. Dann haben wir nämlich alle drei. Ja, ich sag mal die Farben, was ich so verwende, ob es jetzt das von Amsterdam ist oder die Solo Gocha. Also die von Liquitex brauche ich jetzt nicht testen, weil die ähnlich sind wie die Amsterdam. Ja, seht ihr, die Xen sind nämlich auch etwas dicker. Gibt es jetzt eine Möglichkeit, noch ein bisschen von diesem Flutmedium dazu zu geben oder etwas Wasser. Ich probiere das jetzt mal mit dem Medium. Nein. Dann gebe ich einen Schuss Wasser dazu.
Vielleicht hat das Medium auch diesen Vorteil, dass es etwas schneller dann trocknet auch, das Bild. Jetzt. Jetzt ist gut. Okay. Also, dann haben wir mein Kaminrot. Ihr seht, wie dunkel das ist. Es bleibt praktisch Originalton. Türkisblau, Entschuldigung, das ist das von Amsterdam. Türkisblau. Ja, das ist. Es tropft etwas. Läuft nicht so runter. Ja, es geht. Dann echt orange. Himmelblau. Und das Weiß von Xen, also von Bösner. Ich denke, jetzt haben wir auch ein bisschen Farbkombination. Jetzt habe ich mich schon wieder versaut. Gut, stell mir den Rahmen auf und dann bin ich gleich wieder zurück. Dann habt ihr auch mal gesehen, wie ich das anmische oder versuche. Dann bis gleich. Okay. Und da wir ein bisschen Spaß haben möchten, und ich viel mit diesem Cell Creator und dem Bubble Boost auch arbeite, testen wir das jetzt auch mal gleich, ob das funktioniert. Weil ich denke mal, ohne Silikon funktioniert alles. Wenn ich ihn aufbekomme wieder. Also manchmal bin ich zu blöd, um den Cell Creator aufzubekommen. Hier Zettel. Okay, ich mache nicht in alle rein. Ich würde es einfach mal sagen, in die Blautöne. Türkisblau und das Himmelblau, zwei Tropfen rein jeweils von diesem Cell Creator und spaßeshalber auch mal von diesem Bubble Booster, eins, zwei Tropfen. Okay, nochmal etwas umrühren. Und schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Okay. Einfach mal einen Becher. Testen mal einen Flip Cup. Etwas Weiß. Himmelblau. Orange. Türkisblau, Kaminrot, nochmal Orange zur Sicherheit. Ja, seht ihr, Orange versinkt einfach. Ich sage, es ist eine schwierige Farbe. Und Weiß genauso. Okay, ich habe jetzt hier einen kleinen Rahmen, der ist 30 auf 24 cm. Dann kommen wir uns mal klassisch. Machen wir jetzt vielleicht nochmal einen Becher. Ups. Stell den mal zur Seite erst. Jetzt schauen wir mal hier. Okay, wie gesagt, das Schöne ist, dass eigentlich die Originaltöne da sind und ein kleinerer Vorteil ist auch, man hat nicht so viel Luftbläschen, weil man rührt natürlich auch nicht so kräftig, muss ich auch dazu sagen. Jetzt mal kurz erhitzen, was passiert. Okay, Zellen kommen. Nehmen wir es denn hier mal als Dirty Pouring. Nehmen wir vielleicht noch ein bisschen Weiß. Das kommt
nämlich nicht reichen. Schauen wir mal, wie das Ganze läuft. Ja, etwas dünnflüssiger natürlich, läuft natürlich auch mehr. Müsst ihr euch auch umgewöhnen, falls ihr das mal ausprobieren möchtet. Und ihr braucht aber auch gar nicht so viel. Bin ich überall drüber, außer hier. Schaut mal, ihr braucht auch gar nicht so viel Farbe, also ihr habt auch nicht so viel, wo ihr anmischen müsst. Ihr könnt damit ein bisschen euch das komplette Bild voll machen. Ich glaube, da müsst ihr aufpassen, dass es nicht zu viel Wasser reinmacht, weil sonst hier in diesem blauen Bereich sehe ich gerade, dass es etwas auflöst, die Farbe. Kann natürlich jetzt auch, was ist das? Kann natürlich auch am Silikon liegen. Ich habe mir gedacht, beim Rot ist irgendwas drin. Ist auch schon älter die Farbe. Schau jetzt mal, ob das was ist. Aha, doch. Okay. Das ist wie so ein Haut. Das war ganz klasse, Timo. Okay, jetzt erhitzen wir das nochmal und schauen, was passiert. Aber man sieht hier, wie sich das Fass auflöst. So ganz gut, aber das Weiß macht mir etwas Sorgen. Wie gesagt, das Weiß verliert sich in seiner Substanz, also die Pigmente verschwimmen etwas. Obwohl es eigentlich nicht so dünnflüssig ist. Dann natürlich jetzt auch an den Xen liegen, also von Bösner, dass die Gocha mit Gocha natürlich sich besser verträgt, aber das Blau ist ja auch stabil, das Türkisblau. Okay, was ich vielleicht nochmal testen kann. Das vielleicht etwas wipen. Was da passiert. Dann haben wir das auch gleich mal getestet. Okay.
Ich bin noch etwas unsicher. Muss da vielleicht auch mal das richtige Mischverhältnis rausbekommen. Aber ich denke mal, das geht ganz gut soweit. Vielleicht auch besser ohne Silikon. Also wenn jemand Bilder machen möchte ohne Silikon. Das testen wir aber noch. Jetzt erstmal mit diesem Silkreader. Ja, das sehe ich, das gibt wie so ab und zu so kleine Eisblumen auch. Oder die Farbe etwas dicker lassen. Gut, war der erste Versuch. Ich zeige es euch jetzt mal von nahem. Und dann schauen wir mal. Vielleicht gefällt es euch. Einfach mal auch zum Ausprobieren. Dann bis gleich. So, Freunde, jetzt mal von nahem. Also wie gesagt, war mein erster Versuch. Da seht ihr. Diese wie so Eisblumen, sage ich jetzt mal. Aber wenn das ein Medium ist, ohne Silikon besser geht, oder vielleicht gar kein Wasser dazu mischen. Müssen wir mal testen. Aber so hat es dann doch schöne Zellen. Ja, hier ist wieder diese orangene. Ja, wir schauen mal. Ich lasse das Bild jetzt erstmal trocknen. Das zeige ich euch dann auch. Und werde dann natürlich nochmal Bilder machen. Denk mal, wenn ich dann auch besser drin bin und das richtige Mischverhältnis habe, wird das auch passen. Also, dann bis gleich. Kommt, Freunde, da ich noch Restfarben übrig habe, habe ich mich entschlossen, nochmal ein Bild zu machen. Oh, das klebt aber ganz schön. Stell das mal zur Seite. Und zwar, ja, nehme ich auch besser einen neuen Becher, weil ich habe ja diesen Cell Creator drin und wollte ja das nächste Bild ohne machen. Darum verwenden wir jetzt die Farben hier. Und wenn das so funktioniert wie beim letzten Bild, dann müsste die Farbe eigentlich reichen. Aha, seht ihr, in dem Rot habe ich Klumpen drin. Wusste ich doch. Das Rot ist also mehr oder weniger kaputt. Das Kaminrot. Ich habe es jetzt auch schon lange nicht mehr benutzt. Aber egal. So. Naja, da kommen die Klumpen. Da muss ich schauen.
Schauen wir mal, dass wir hier die Ecken voll bekommen. Ich hole mal diese Bröckel raus. Nicht gut. Sonst sehe ich gerade nichts. Da ist noch was. Ah, genau im Weiß. Genau im Weiß, das ist blöd. Oh. Da klebt was fest. Ja, das kann passieren, aber ist nicht so schlimm. Drehe ich es euch mal um. Man sieht halt auch, die Farben laufen etwas unterschiedlich. Oder kann es ruhig ein bisschen heller sein. Das passt doch, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Was jetzt hier passiert, da kommt das Rot raus. Ja, das Rot ist, wie gesagt, etwas defekt. Keine Ahnung. Haben wir überall Farbe soweit, außer an den Kanten natürlich. Das möchte ich noch wegbekommen. Okay, also wie gesagt, ist Cell Creator drin. Ich werde dieses Bild jetzt aber mal nicht erhitzen und lasse das einfach so trocknen. Ich gehe mal davon aus, dass sich einzelne Zellen noch bilden werden. Aber das war es dann auch. Also was mir jetzt komisch vorkommt, das Rot wirkt doch ziemlich dreckig. Auch hier. Komisch. Ja gut, so ist es immer bei den ersten Versuchen. Ich zeige es euch ja. Ich könnte jetzt auch 3 Stunden üben, 15 Bilder machen und dann euch nur das super gute Bild zeigen. Aber ihr kennt mich, ihr kennt meinen Kanal. Ich nehme euch mit auf meine Reise. Und dann passt das. Also gut, ich zeige euch dann, wie gesagt, die 2 Bilder noch trocken. Dann bis nachher. So, jetzt das Bild auch nochmal von nahem. Ihr seht ja wirklich das Rot, das Kaminrot. Wirkt violett trocken und das Orange, wie es eigentlich immer so ist, wenn man es zu stark laufen lässt. Aus hier unten jetzt, da scheint das Orange noch gut durch, aber seht ihr, das Rot ist Wahnsinn, wie das dreckig geworden ist. Ne?
Also komisch. Okay. Hier hat man dann weiß und das hellblau. Da bin ich mal gespannt, wie es dann trocken rauskommt. Okay. Also, wie gesagt, bis gleich. So, Freunde, jetzt haben wir es geschafft. Die Bilder sind trocken. Also ging auch relativ schnell. Ich sage jetzt fast mal einen Tag oder 24 Stunden. Das ist halt bei diesen Medien oder dünnflüssigen Medien jeder schneller. Hat halt auch einen gewissen Vorteil. Ihr seht also, ich habe vereinzelt, je nach Farbe, habe ich hier wie so, ja, wie bei Alkoholinks im Prinzip solche Eisblumen. Da muss man einfach schauen. Wie gesagt, das war jetzt mit diesem Cell Creator ausprobiert. Und müssen mal schauen, wie es mit dem Silikonöl funktioniert. Oder vielleicht auch mal ganz ohne, mache ich dann auch noch Bilder. Jetzt hier bei dem Weiß, das war ja das von Bösner. Bisschen verlaufen. Also hier auch. Ja, nicht so ganz schön geworden. Aber sonst kann man sagen, für das erste Bild gar nicht so schlecht. So, kommen wir zum zweiten. Da muss ich gleich dazu sagen, alles super. Außer wie gesagt, das kaputte Rot. Also ganz komisch, diese Flecken. Und ihr seht jetzt hier, ich habe es ja nicht erhitzt. Dadurch sind eigentlich auch so gut wie keine Zellen gekommen. Da ist dann wirklich so, anders wie beim Vinylkleber, wenn man es erhitzt, kommen viele Zellen. Wenn man es nicht erhitzt, kommen aber dann trotzdem leichte Zellen, muss ich bilden. Gut, da hat es jetzt hier ein paar gegeben, aber es hält sich alles in Grenzen. Das Orange sieht man auch ganz gut. Wie gesagt, beachtet mal nicht diese dunkelroten Flecken. Aber hier muss ich sagen, hier an der Seite, sieht aus, wie wenn es leicht gerissen wäre. Okay. Ja, wie mit allem, man muss ein paar Bilder machen, damit es gut funktioniert. Wissen, wie es reagiert. Aber ich wollte es euch einfach mal vorstellen. Und ich denke, ich mache da noch ein paar Bilder. Auch mal ohne Silikon. Weil viele Medien funktionieren ja ohne Silikon besser. Jetzt zum Beispiel das Medium von Schminke, schreiben sie auch rein, dass es durch Silikone Risse geben soll. Darum teste ich das für euch. Okay. War ein langes Video. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten. Und euch hat es was gebracht. Es hat euch gefallen. Ich sehe es an eurer Reaktion dann. Dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.